Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trading to Millions. Ich habe euch ja in der letzten Folge vom FIFA Ultimate Team Marktcrash bzw. vom ersten Marktcrash, den es bei FIFA Ultimate Team dieses Jahr geben wird, erzählt. Und zwar ist das am 25. November, wenn der Black Friday beginnt. Und da werden die Preise von den Spielern sinken. Wer davon noch nichts gehört hat, kann wie immer den Link in der Beschreibung, auf den Link in der Beschreibung drauf gehen und sich das Ganze nochmal angucken, dort meine Tipps verfolgen, was ich oder wie ich mich da verhalten werde. Und jetzt stellen sich ja der ein oder andere wahrscheinlich die Frage, was mache ich denn jetzt, wenn ich meine ganzen Spieler verkauft habe? Dann habe ich doch gar keine Spieler mehr, womit ich ein Team bauen kann. Beziehungsweise ihr müsst euch dann natürlich Spieler suchen, mit denen ihr spielen wollt. Und da habe ich für euch ein paar Empfehlungen. Also zwei Teams habe ich für euch, mit denen man wirklich gut spielen kann, die absolut vom Preis-Leistung her richtig stark sind. Und dann habe ich noch ein Team, was gleichzeitig auch noch ein absoluter Trading-Tipp ist, den ihr dann, ihr könnt ja zwei Teams machen und das eine als Fitness-Team benutzen. Aber ich stelle euch jetzt einfach mal die Teams vor. Und ja, hier ist es ein rein portugiesisches Team. Ihr könnt selber entscheiden, welche Spieler ihr im Endeffekt da holt, ist ja klar. Die portugiesischen Spieler sind halt einfach so günstig, die habe ich in jedem FIFA schon als ja, entweder Fitness-Team oder wirklich am Anfang vom Spiel, wo das Spiel rauskommt, habe ich mir das als günstiges Team immer erstellt, weil erstens gibt es die mega geilen Flügelspieler mit Nani und Quaresma, die haben beide 5-Sterne-Skills. Und dann so mega gute zentrale Mittelfeldspieler, das ist nicht mehr normal. Hier André, ein 81er, den bekommt ihr für den Abschlusspreis. Dani, 83 Abschlusspreis. Pereira, auch 82, den bekommt er auch um den Abschlusspreis. Der hat 87 Physical, 83 Defensive, ein richtig geiler Abräumer. Und ja, die Spieler bekommt er wirklich extrem günstig und das macht die Sache sehr interessant. Ich weiß allerdings nicht, warum Nani momentan relativ teuer ist. Hier seht ihr es, der ist so bei 5000 Coins, ich weiß gar nicht warum. Ich gehe mal davon aus, dass es mal wieder irgendwie eine Squad Building Change um den da gibt, wo man den für irgendwas braucht oder so, weil normalerweise sollte der nicht zu teuer sein. Wem das zu teuer ist, der kann sich nämlich schön als Alternative aber auch hier Bruma holen. Es macht aber mit Nani und Quaresma, also die hatte ich schon mal im Team gehabt, oder beziehungsweise hatte ich die ja sowieso in den alten FIFA-Teilen immer im Team. Aber jetzt, wo beide 5-Sterne-Skills haben, ist das wirklich der absolute Wahnsinn. Also die beiden, die spielen mega geil zusammen. Und als Stürmer habe ich hier Jota mit 80 Tempo, 81 Schuss, auch eine richtig tolle Stürmerkarte. Innenverteidiger sind eigentlich auch ganz solide. Ja. Und hier habt ihr noch einen 84er Torwart, den ihr auch für 1000 Coins bekommt. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren. Ich zeige euch jetzt noch das zweite Team, mit dem ich jetzt spiele, bevor ich euch dann den Trading-Tipp gebe. Hab ich hier verdrückt? So. Mannschaftsauswahl. Jetzt muss ich mal nochmal gucken, weil ich habe denen nicht gerade wirklich richtige Namen da gegeben. Aber ich glaube. Portugal. Ah, hier habe ich das. Ja, das ist das Team, mit dem ich momentan spiele. Die meisten Spieler hatte ich schon im Team, deswegen habe ich mir das Team dann so aufgebaut. Ihr seht hier im Sturm, Gabbiadini, da könnt ihr wirklich aus der Serie A jeden anderen Stürmer holen, der euch gefällt. Auf dem Flügel habe ich hier links Insigne, ist halt einfach mein absoluter Lieblingsspieler. Also, den habe ich sowieso immer mal in einem Team und werde mit dem spielen. Berardi eigentlich mein Zweitlieblingsflügelspieler in Italien. Oder auf der Bank habe ich hier El-Shaarawy, auch ein richtig geiler Flügelspieler. Da könnt ihr euch eigentlich selbst aussuchen, welche Flügelspiele ihr von den dreien holt. Das sind auf jeden Fall drei Stück, mit denen man richtig geil spielen kann. Dann als Zehner habe ich hier Jovingo, eigentlich ein Stürmer. Den finde ich wirklich richtig geil, weil er gerade so schnell ist. 89 Tempo, 79 Schuss, 78 Pass, 87 Dribbling. Ja, 26 Defensive, das ist natürlich defensiv nichts und Physical 60 ist natürlich klar bei so einem kleinen, flinken Spieler. Ist auch wieder bei der MLS, spielt wieder eine super Saison. Ich hätte den ja gerne immer noch in Europa, würde ich den ja gerne noch weiterspielen sehen, weil der spielt so einen Hammerfußball.
Naja, auf den beiden zentralen Positionen daneben habe ich einmal Jorginho und De Rossi. Das waren halt die beiden Spieler, die ich im Verein hatte. Ansonsten kann man noch Saponara, kann ich sehr empfehlen. Der ist richtig stark, mit dem kann man richtig gut spielen. Dann habe ich auf der Bank zum Beispiel noch Donza. Der spielt sich auch so Hammer. Also wirklich, der ist auch richtig geil. Aber da könnt ihr auch einmal durchgucken, weil die Zentrale ist in Italien sowieso in der Serie A richtig gut bestückt. Und da findet ihr ohne Ende gute Spieler, die da zum Abschlusspreis da waren, da sind. Hier in der Abwehr, da könnt ihr eigentlich auch alles Mögliche holen. Es geht eigentlich nur darum, dass ihr euch hier ein Serie A-Team bauen könnt, was wirklich günstig ist. Und da gibt es so viele Spieler, die man sich da raussuchen kann, die wirklich richtig stark sind. So, jetzt zeige ich euch wirklich den Trading-Tipp, das Interessante oder das Team, womit ihr wirklich auch noch Coins nebenbei machen könnt. Das ist, wo habe ich das denn? Ich glaube hier. Ja, das ist hier. Da fehlt mir noch ein Spieler, den ich noch kaufen will. Das ist hier Steffen. Da muss ich gleich mal nochmal gucken. Ja, auf jeden Fall, ihr seht hier Spieler vom Hamburger SV, Spieler von Werder Bremen, Spieler vom FC Basel und auch auf der Bank habe ich jetzt hier noch, den will ich auch noch holen, vom FC Sion. Ja, was hat es jetzt damit auf sich? Es geht natürlich um die Squad Building Challenges, wie es auch immer, also darum geht es ja fast immer momentan. Momentan kann man halt mit dieser Squad Building Challenge kann man halt immer so super traden. Und zwar sind das alle Spieler, die an dem Wochenende am Black Friday eventuell eine Top-Partie in Squad Building Challenge bekommen können. Hamburg spielt gegen Bremen, also das Nordderby. Also das sehe ich ja mal wirklich als absoluten Top-Kandidaten, der an diesem Wochenende, das an diesem Wochenende kommen könnte. Und da habe ich mir auch ordentlich Spieler schon geholt, halt für das Team jetzt erstmal. Später kann man natürlich dann noch mehr für auf die Transferliste holen. Und dann Basel gegen Sion, das ist momentan, ich weiß gar nicht, welche Plätze die, ich glaube, da ist sogar erste, zweite aktuell. Ob das jetzt wirklich eine Top-Partie wird, weiß ich nicht zu 100%, aber könnte natürlich kommen. Ich habe halt eben durchgeguckt und habe an dem Tag gar nicht so viele Superspiele gesehen. Deswegen kann diese Partie auf jeden Fall auch reinkommen. Und man kann natürlich dadurch, dass man hier jetzt die unterschiedlichsten Positionen hat, auf jeden Fall einen Treffer landen, mit dem man wirklich ordentlich Coins macht. Ja, ihr müsst natürlich jetzt nicht die Spieler holen, auch nicht die Teams. Ihr könnt ja selber mal gucken, welche Mannschaften an diesem Wochenende spielen, und dann sucht ihr euch irgendwelche Spieler aus, wo ihr denkt, ja, die könnten, das könnten Spieler sein, die eine Top-Partie haben an dem Wochenende, und dann holt ihr euch die Spieler. So könnt ihr dann die Spieler sogar an dem Tag noch teuer verkaufen und macht quasi sogar noch Gewinn mit den Spielern, mit denen ihr so lange spielt, bis ihr dann am Black Friday bzw. früher, wenn das, wenn die Preise vorher noch günstiger sind. Ja, bevor ich euch die dann kauft, könnt ihr halt mit denen dann spielen und die noch teurer verkaufen. Ja, das war's jetzt schon von dem Video. Ist eine kleine, ja, eine kleine, wie nennt man das denn? Kleine Squad-Vorschlag-Video oder wie man es nennen soll, keine Ahnung. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Guckt euch auf jeden Fall das letzte Video an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr wirklich genau wisst, was ihr machen sollt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich wie immer für Kommentare und Likes, Abos, alles Mögliche. Und sag einfach ciao, wir sehen uns beim nächsten Mal und auf Wiedersehen.